Herzlich willkommen zu unserer Kirchendigital-Videoreihe und zum zweiten Tutorial zur KD-Online-Spende. In diesem Video zeigt euch Mirko Sobetzko, was auf euch zukommt, wenn ihr euch für die KD-Online-Spende entschieden habt. Welche Kosten entstehen euch und wie funktioniert die Einrichtung? Mirko stellt euch auch vor, welche Bezahlarten zur Auswahl stehen und auf welche ihr auf keinen Fall bei eurem Online-Spendenangebot verzichten solltet. Alle Videos zum Tool KD-Online-Spende findet ihr in unserer Playlist. Für weitere nützliche Tutorials könnt ihr diesen Kanal einfach abonnieren. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Kommen wir jetzt zum Tutorial 2, der Einrichtung und der Nutzung der KD-Online-Spende. Was passierte, als wir uns für die KD-Online-Spende entschieden haben? Erste Frage war natürlich, was kostet mich das? Und da kann ich ganz klar sagen, es gibt Einmalkosten in Höhe von 50 Euro zur Einrichtung der KD-Online-Spende. Und für die weitere Betreuung der KD-Online-Spende werden keine weiteren Kosten auf euch zukommen. Außer die Gebühren je Zahlung, die aufgrund der Zahlarten aufgerufen werden, aber dazu gleich noch was mehr. Das war schon mal ein gutes Argument, diese KD-Online-Spende auch einzuführen. Was muss noch gewährleistet sein? Ihr müsst ein Konto bei der KD-Bank haben. Heißt, ihr müsst KD-Bank-Kunde sein. Entweder seid ihr das mit eurer eigenen Gemeinde oder ihr seid das über eure kreiskirchliche Verwaltung, über euren Verwaltungsverband, die euer eigenes Konto betreuen. Eine von euch beiden muss dann bei der KD-Bank diesen Antrag stellen, dass ihr die KD-Online-Spende haben wollt. Und dann läuft alles seinen Gang. Die Einrichtung der KD-Online-Spende, ja, die nimmt etwas Zeit in Anspruch. Das kann man schon so sagen. Aber ihr erfahrt sehr guten Support durch die KD-Bank und alle angeschlossenen Dienstleister, die ihr da noch habt. Und ihr werdet da sehr gut durchgeleitet. Habt etwas Geduld. Aber wenn es einmal eingerichtet ist, müsst ihr danach nicht mehr dran gehen, sondern könnt einfach eure Sachen dort platzieren und müsst euch eigentlich um nichts mehr weiter kümmern, wenn es einmal da steht. Die Zahlarten. Ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, Zahlarten dort einzusetzen. Angefangen von einer SEPA-Lastschrift bis hin zu Giropay und enden auch bei PayPal. PayPal ist sicherlich eins, das ist fast jedem von uns bekannt und auch in der Welt sehr, sehr gut erreichbar. Hierzu muss man sagen, dass hierzu nochmal ein weiterer Step notwendig ist, denn ihr müsst ein eigenes PayPal-Konto eröffnen als Kirchengemeinde und dieses dann mit dem Spendentool verknüpfen. Das ist nochmal ein kleiner Aufwand, den ihr nochmal dazugeben müsst. Aber von den Gebühren her kann man auch schon sagen, gibt es dort Unterschiede. Und da kann man auch sagen, PayPal ist sicherlich eins der Zahlungsdienstleister mit dem etwas höheren Gebührenniveau. Aber dennoch ist es für umfängliche Projekte oder auch für eine hohe Reichweite und für der vielerlei Spendenmöglichkeit, der Erreichbarkeit der Spendenden, sicherlich nicht von der Hand zu weisen, aber wählt diese Gebühren oder diese Zahlarten auch mit Bedacht für eure Projekte. Was kann ein Projekt dort vertragen oder was könnt ihr da auch an Kosten vertragen? Heißt, was ist notwendig zur Einrichtung dieses Tools? Erstens, ihr müsst KD-Bank-Kunde sein. Zweitens, es kostet euch einmalig 50 Euro. Und drittens, wählt eure Zahlarten aus mit Bedacht. Und dadurch, dass das alles so überschaubar war, haben wir uns damals tatsächlich sofort für die Einrichtung entschieden und bereuen es bis heute nicht. Wie ich jetzt einzelne Projekte dort anlege oder angelegt habe, zeige ich euch in Tutorial 3.